Morgen. Ein starker Geist spricht über Ideen. Ein durchschnittlicher Geist spricht über Ereignisse. Ein schwacher Geist spricht über Leute. Hi, ich bin Jörg, Life- und Mentalcoach und Fachberater für holistische Gesundheit. Und heute möchte ich mit euch über dieses kraftvolle Zitat von Sokrates nachdenken, das uns hilft, unsere Denkweise zu reflektieren. Lasst uns mit dem ersten Teil beginnen. Ein starker Geist spricht über Ideen. Ein starker Geist ist neugierig und innovativ. Er sucht nach Möglichkeiten, wie Dinge verbessert werden können und hat den Mut, Kreativität und Fantasie zu nutzen. Ideen sind der Samen für Veränderung und Fortschritt. Zusammen können wir mit Ideen die Welt neu gestalten. Denkt an Erfinder, Künstler oder Visionäre, die Herausforderungen mit ihren kreativen Ansätzen überwunden haben. Ideen können Brücken bauen und uns inspirieren, Großartiges zu erreichen. Der nächste Teil des Zitates sagt, dass ein durchschnittlicher Geist über Ereignisse spricht. Das sind oft Dinge, die passiert sind, oft ohne tiefere Bedeutung oder Analyse. Wir berichten über das Wetter, die Nachrichten oder alltägliche Geschehnisse. Aber dabei bleibt oft die wichtige Reflexion auf der Strecke. Es ist nützlich, über Ereignisse zu sprechen, ja, wenn wir daraus lernen, aber lasst uns nicht darin verloren gehen, okay? Im Gegensatz dazu können wir unsere Zeit und Energie in bedeutungsvollere Gespräche investieren, die unser Denken anregen. Schließlich spricht ein schwacher Geist über Leute. Oft sind es Klatsch und Tratsch, die wenig mit unserem eigenen Wachstum zu tun haben. Dies führt oft zu Negativität und ja, Kleinigkeit. Es ist leicht, über andere zu reden, nicht wahr? Aber das lenkt uns von unseren eigenen Zielen und Ideen ab. Der Schlüssel liegt darin, unseren Fokus zu verlagern. Lasst uns Gespräche führen, die uns und andere inspirieren. Lasst uns über Ideen, Visionen und Möglichkeiten sprechen, denn das ist der Weg zu persönlichem und kollektivem Wachstum. Denkt daran, was wir besprechen, formt unsere Realität. Lasst uns die Kraft der Ideen nutzen, um unser Leben und das Leben anderer zu bereichern. Vielen Dank, dass ihr euch auch heute wieder Zeit genommen habt, das Video angeschaut habt. Falls es dir an der richtigen Energie, an Mut oder an Selbstwertgefühl fehlt, dann klick doch mal auf den Link in der Videobeschreibung. Er führt dich direkt in unseren neuen Online-Fragebogen. Ja, nimm dir etwas Zeit, das sind 50 Fragen, und sei gespannt auf das Ergebnis. Wenn du am Ende als Ergebnis bekommst, dass wir dir anbieten, einen Termin zu einem einstündigen, kostenlosen Beratungsgespräch zu buchen, ja, dann gehörst du zu den 50%, die prinzipiell für das Coaching in Frage kommen. Zögere also nicht und buch dir gleich deinen Termin für das kostenlose Beratungsgespräch. In jedem Fall aber hast du dadurch die Möglichkeit, Mitglied in einer einzigartigen Community zu werden. Und damit wird sich dein Leben nachhaltig, grundsätzlich natürlich ins Positive verändern. Das ist mein Versprechen. Klick also auf den Link in der Videobeschreibung und gib mir damit auch die Chance, dich persönlich kennenzulernen. Wir, das Team von Lebensart Bad, freuen uns auf dich. Und das ist keine Phrase, das kommt wirklich von Herzen. Und ich wünsche dir einen erfolgreichen und entspannten, vor allem aber einen glücklichen Tag. Euer Jörg.